Hallo Freunde, hier ist Ariel und seine Hausmannskost. Heute mache ich mit euch eine Antipasta-Platte mit Aubergine, mit Zucchini, mit Paprika, mit gefüllten Paprika, mit einer Schafskäsecreme. Die habe ich noch als Extrafilm hochgeladen, könnt ihr euch angucken. Das Ganze zusammen, das schöne Ciabatta-Brot dazu. Mein Enkel schreit im Hintergrund, der hat Hunger, aber das bekommt er nicht. Und ich kann euch nur sagen, das lohnt sich nachzumachen. Folgende Zutaten dafür sind Gemüse nach eurer Wahl. Italienisches Gemüse würde ich nehmen. Ich habe hier Spitzpaprika, dann nehme ich noch solche halbe, so gelbe Paprika, Aubergine, Zucchini, Zwiebeln und hier füllen wir noch welche mit Schafskäsecreme. Die habe ich schon gemacht, die lade ich jetzt zuerst hoch oder habe ich in dem Fall schon hochgeladen, die findet ihr dann oben. Ich habe noch, wo ich die ganzen Dips habe oder so, wenn ihr da eine Playlist habt, da habe ich noch ganz viele andere Cremes, die man genauso gut dafür nehmen kann. Das wäre jetzt die Tomaten-Feta-Frischkäse-Creme, absolut lecker. Wie gesagt, müsst ihr euch den Film angucken. Genau wie konfierte Tomaten. Konfierte Tomaten habe ich auch einen Film oben. Konfierte Tomaten für mich sowieso das schlechthin mit das Beste. Und zwar habe ich jetzt hier schon das siebte Mal mittlerweile immer das gleiche Öl. Ich nehme nur den Knoblauch und den Rosmarin raus, jedes Mal dann neu rein. Dann habe ich ein bisschen Zitrone, ein paar Oliven, bisschen normales Olivenöl und dann habe ich hier auch noch ein gutes Olivenöl. Das streue ich dann noch drüber und wahrscheinlich noch ein bisschen Balsamico. Denn hier habe ich noch einen kleinen Salat, der kommt dann so auf die Platte drauf und da packen wir dann nachher das angebraten. Des Weiteren Chili und Knoblauch mache ich extra noch in der Pfanne und habe ich hier auch alles mit drin. Und dann habe ich was ganz, dann Salz, Pfeffer natürlich, ne, Würzen nach eurer Wahl. Und dann habe ich noch was ganz Leckeres. Ich habe hier mir drei Stück mit reingemacht und zwar die Runden habe ich mir mal wirklich gegönnt, weil das Kilo kostet über 40 Euro. Aber die schmecken sowas von geil und zwar sind das Honigtomaten. Also die kleine Schale waren 6 Euro, da war nicht viel drin. Das ist schon Wahnsinn, aber ja, das ist wirklich Luxus, ne, finde ich jedenfalls. Aber ja, wie heißt es so schön? Manche Sachen lohnen sich wirklich, dafür richtig Geld auszugeben. Ne? Qualität hat ihren Preis und das ist absolute Qualität, weil sowas geschmackvoll ist, wenn man die isst, die zergeht auf die Zunge und der Geschmack, also nur Wahnsinn. Gut, wir fangen jetzt erstmal an, mit dem ganzen Gemüse zu schneiden. Ich räume das jetzt eben weg und dann schneiden wir das ganze Gemüse. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also beim Gemüseschneiden bin ich kurz dabei. Wer das noch nie gemacht hat, zeige ich das einmal ganz kurz. Und dann schneide ich vor und dann könnt ihr dann halt vorspulen, wer das alles schon kennt, mit dem Gemüseschneiden. Jetzt braten wir unser ganzes Gemüse an für unsere Antipasta. Und dann nehmt ihr jetzt entweder Olivenöl und Rapsöl, so ein bisschen gemischt, und dann ein bisschen Knoblauch rein und Rosmarin rein. Das mache ich auch gleich noch mit Rosmarin, aber ich habe hier ja von meinen konfierten Tomaten das Öl. Das nehme ich mir jetzt da rein, weil das hat so viel Geschmack. Also wie gesagt, konfierte Tomaten habe ich oben als Film. Das hat jetzt so viel Geschmack, da braucht nichts mehr Großes rein. Salz, Pfeffer, das schmeckt nach Tomate und nach allem drum und dran. Hier waren die konfierten Tomaten, hier war die Honig. Da mache ich nachher noch die Schale ab. Ich muss mal die Honig probieren. Als konfierte Tomaten. Die hatte ich noch nie als konfierte. Oh, ist die länger. Ist die länger. Aber in Natur schmeckt sie noch besser. So, ich fange jetzt erstmal an. Erstmal mit den Paprika. Stellen wir das jetzt auf 7 oder vielleicht später auf 6. Das sind nachher die ich füllen möchte. Diese drei. Dann nehme ich diese mit dazu. Und die Chilischote auch mit dran. So, damit es nicht so doll spritzt, mache ich mir so ein Tuch bisschen drüber. Und dann braten wir das erstmal an. Also Freunde, wenn ihr mit Gas arbeitet, müsst ihr das auf jeden Fall natürlich vermeiden. Ja, dann bitte kein Papier drauflegen. Das könnte dann nämlich sonst brennen. Und das wollen wir nun wirklich. Also bitte aufpassen. Das spule ich gleich vor. Also 2 Minuten ungefähr. Na, hat er noch was vergessen? Auch hier muss natürlich so ein bisschen Rosmarin rein und auch so ein bisschen Knoblauch. Ja, ich glaube, ich mache das auf 6. Noch einmal kurz gucken. Oh, da
das wird ganz schön, aber Gemüse ist auch voller Wasser. Das spritzt wie verrückt. Meine Empfehlung, ihr nehmt euch einen hohen Topf und macht das da drin. Oder ihr macht das auf dem Grill, das ist noch geiler. So, jetzt machen wir überall so ein bisschen Salz. Was ihr natürlich auch noch machen könnt, ihr könnt euch das vorher einfach marinieren. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Aber ich brate das in diesem Öl, also ich brauche das nicht marinieren. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Weil in diesem Öl ist so viel Geschmack drin. Und wenn das alles so ein bisschen angebraten ist, gerade bei der Soße Paprika, die einen werden noch ein bisschen gefüllt. So, die habe ich jetzt 5 Minuten gebraten. Die kommen jetzt hier rein. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann auch noch die Haut abziehen. Das wäre beim Paprika verdaulich, ja? Müsst ihr aber nicht. Das ist so. Das müsst ihr selber sehen. So, jetzt kommt das nächste rein. Und zwar nehme ich jetzt die Aubergine. Dann habe ich hier noch Paprika, den habe ich, den gelben, den hatte ich auch noch. So, jetzt kommt da auch Salz drauf. Vorsichtig bitte, nicht dass wir das versalzen, ne? So, da setze ich mir noch überall eine Knoblauch drauf. Dann kommt noch so ein bisschen Öl darüber. So, das lassen wir jetzt so kalt werden und dann befüllen wir diese drei. Stellen wir uns erstmal beiseite. Bei den vierten Tomaten habe ich schon mal die Haut abgezogen. So, die brauchen jetzt auch ungefähr 5 Minuten, also oder 6 Minuten von jeder Seite, so 3 Minuten ungefähr. Die ersten 3 Minuten sind rum. Jetzt drehe ich mir die alle um. Dafür ist jetzt solche der Pfanne gut, dann habt ihr ein schönes Muster. Ihr könnt das auch, wie gesagt, ganz normal im Topf machen, im Bräter. Ihr könnt das auch im Ofen machen. Also einfach im Ofen rein, Olivenöl, spart ihr eine Menge Arbeit. Ne? Auf dem Blech drauf, Olivenöl rüber, alles rein und dann ist das auch fertig. Das ist jetzt die schnelle Variante. Aber hier könnt ihr so ein bisschen mit dem Geschmack noch spielen. So, auch noch ein ganz bisschen Salz. Aber nur ein ganz bisschen. Und dann packen wir uns das hier auch gleich noch rein. So, ich mache wieder meinen Spritzschutz drüber. Und lassen das jetzt auch nochmal 3 Minuten anbraten. Die haben wir jetzt fertig. So, die Aubergine waren fertig. Die Chilischote auch. Jetzt kommen die Zucchini rein. Aber auch nur die Hälfte erstmal. Weil die Zwiebeln brauchen hier ein bisschen länger. Die kommen alle rein und danach kommen dann nachher noch, hier war noch ein Stück Aubergine. Jetzt kommen wieder wie gesagt, ihr könnt ungefähr so ausrechnen, 3 Minuten alles von jeder Seite und dann ist das fertig. Jetzt kommt die Zucchini noch, die Zwiebeln und wenn ich dann alle Zucchini wieder fertig habe, dann bin ich wieder da. So gut, Freunde, jetzt haben wir alles da fertig gebacken. Das hat, die haben auch wie die anderen so ungefähr 6 Minuten, von jeder Seite 3 Minuten. Jetzt ist das dann alles da fertig. Ich hole mir die jetzt raus und dann brauchen wir das eigentlich nur noch zu anrichten. Und dann haben wir eine schöne, leckere Antipasti-Platte. Wie gesagt, man muss Gemüse mögen. Gibt es natürlich auch welche, so wie ich, die nicht gerade so die Gemüsefreunde sind zuständig. Aber mal ist das richtig lecker. Und durch den Rosmarin, durch den Knoblauch, nachher noch die Zitrone, noch ein bisschen richtig gutes Olivenöl und richtig leckeren Balsamico.
eine perfekte italienische Vorspeise. Gut, okay. Ich mache mir das jetzt wieder fertig, mache hier noch ein bisschen sauber und dann sehen wir uns dann gleich nochmal wieder zum Anrichten. Jetzt richten wir die Platte nur noch an, die Antipasta. Ich habe alles fertig gebraten. Hier habe ich den Feta-Käse, also mit Frischkäse und Tomate. Den habe ich hochgeladen als Film, den könnt ihr euch anschauen. Und das müsstet ihr euch davor herstellen. Aber ich habe auch noch ein paar andere Creme oben, die findet ihr in meiner Playlist. So, die drücken wir einfach hier rein, ne? So, guck mal, ne? So, ne? Seht ihr? Seht ihr das eigentlich überhaupt so? Ja, alles wunderbar. Okay, und dann legen wir uns die einfach darauf. Jetzt ist das, bekommt das mein Kind gerade, wenn ihr so die kleine Stimme hört, mein Enkelkind im Hintergrund. Ne? So, zwei bekommt mein Kind und eins behalte ich, ne? Ja, genau. Ich muss ja auch ein bisschen was essen, ne? Und ich bin ja sowieso viel zu dick, also kann ich hier einen nehmen, ne? So, den packe ich mir mal beiseite. Jetzt richten wir das alles nochmal so ein bisschen farblich an. Damit die ganz nett aussieht, die Platte. Das ist, habe ich natürlich wieder was vergessen. Aber das ist meine wahnsinnige Intelligenz, die ich habe. Da kommt das ab und zu mal vor. So, jetzt machen wir hier ein bisschen noch Balsamico-Essig drüber. Ein bisschen sehr gutes Olivenöl. Ich habe euch mal vorhin gezeigt, das nehme ich zum Braten hier. Jetzt weint der Kleine. Und das nehme ich nur für Salat. Elijah, nicht ganz so laut, ne? Ich muss hier noch filmen, ne? Damit die Leute hören. Aber mach mal weiter so. Ja, genau. Setz dich durch. So. Jetzt kommen die Auberginen und Zucchini ran. Dann habe ich hier noch die paar Zwiebeln. Jetzt setzen wir oben drauf überall noch so einen kleinen Tupfer für die Optik. Zack. Zack. Und dann haben wir hier noch meine konfierten Tomaten. Die Oliven, die muss ich... Ja, ich weiß nicht, ob das mal mein Schwiegersohn wäre. Der macht die nicht, aber der fischt sich die wieder raus. Sonst muss ich mein Kind essen. Und die konfierten Tomaten packen wir auch noch mal rauf. Konfierte Tomaten, wie gesagt, habe ich einen Film um. Und jetzt, aber da bekommen die nur eine mit, die sind zu teuer. Eine Honigmelone nochmal. Bom. So, jetzt brauchen wir nochmal, ja genau, Honigtomate, sagt mein Kind. Sehr gut, Malaika. So, darf ich mal eben bitte? Jetzt muss ich mir nochmal Basilikum und dann haben wir richtig was Leckeres, ne? So, sieht auch ganz nett aus und jetzt stellt euch vor, so wie heute, ja jetzt nicht für mich, ne, aber Fußballabend. Oder mit Freunden Spieleabend sitzen, schönes Schabatterbrot dazu oder Fladenbrot, schön Rotwein oder was anderes Alkoholisches oder nicht Alkoholisches, wie auch immer. So, ich gehe jetzt noch mal ein bisschen näher hin. Ach ja, Leute, wenn euch mein Kanal gefällt, ne, abonniert ihn, klickt auf die Glocke und ihr habt immer den neuesten Film. Ne? Gehen wir noch mal näher ran und schaut euch das an, Mann. Sieht doch lecker aus. Oh, und das riecht so geil. Gut, okay. Nochmal näher ran. Ja, Freunde, das ist jetzt meine Antipasti-Platte. Ja, und ich kann euch wie immer nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Wünsche euch wie immer, euer Ariel. Und tschüss.